von Tim und mir wird jetzt gleich wahrscheinlich der, ich würde sagen, einer der wildesten Real Talks kommen, die jemals von uns gekommen sind. Und wie gesagt, wir haben uns dazu entschieden, es live zu machen, weil, keine Ahnung, ich finde es einfach zur Zeit zu... Soll ich was am authentischsten? Ja, jedenfalls, ganz kurz, Friends, Tim, für alle, die jetzt noch dazugekommen sind, ich sag's euch nochmal. Also Sascha ist auch im Chat, 90% Tim, 10% Nico, ich sehe es schon kommen. Ja, Sascha, also pass auf, ganz kurz, damit ihr jetzt Bescheid wisst. Tim und ich werden jetzt als zum allerersten Mal in unserer gesamten Karriere werden wir Stellung nehmen zu Thema Karl S., zum Thema, wie kam es damals zur Trennung, was ist damals passiert. Es sind ziemlich viele Videos schon von der Seite von Karl gekommen. Wir sind nie darauf eingegangen. Wir wollten uns einfach nie dazu äußern. Und heute haben wir uns dazu entschlossen, dass wir es tun werden. Dass wir es tun wollen, einfach auch aus dem Aspekt, dass ihr noch nie gehört habt oder dass die Öffentlichkeit noch nie gehört hat, wie es damals aus unserer Sicht verlaufen ist. Am Ende des Tages, es gibt jetzt gleich ein Geschichte gegen Geschichte Ding. Also damit man vielleicht kurz von mir was weiß, Genau. Ganz einfache Erklärung, warum ich das damals nicht großartig in aller Ausführlichkeit machen wollte. Erstens, ich selber war immer so ein bisschen im Unklaren damals, wie, wo, was. Ich wollte es eigentlich nur hinter mir lassen und ich wollte jetzt auch nicht zusätzlich drauf rumhacken. Meine persönliche Meinung war damals immer, ich dachte, dass Karl dem die Chance gegeben muss, dass er sich vielleicht auch rehabilitieren kann. Egal, was er damals in der Vergangenheit für Scheiße gemacht hat. Ne? So, ich denke da immer so, habe da so ein positivistisches Menschenbild. Ich denke immer, hey, Menschen können sich verändern. Menschen können auch eine Scheiße machen. Ich brauche jetzt nicht zusätzlich drauf rumreiten. Aber ich muss auch sagen, dass jetzt nach 5 Jahren diese Darstellungen und die Dinge, die im Internet zu diesem Thema von sich gegeben hat, teilweise so dermaßen falsch sind und einfach nur schlicht und ergreifend gelogen sind, dass es mich langsam triggert. Dass ich mich einfach gezwungen sehe, dass wir, also ich einfach sage, wie das, also wie es halt tatsächlich stattgefunden ist und du als Zuschauer kannst dann letzten Endes einfach selber entscheiden, wem du da jetzt Glauben schenkst und wo man auch an der richtigen Stelle vielleicht auch einfach mal nachfragen sollte, beweist es doch. Okay, also es könnte auf jeden Fall sein, dass es teilweise auch, keine Ahnung, also es ist auf jeden Fall emotional behaftetes Thema auch. Wir probieren jetzt hier so ruhig und sachlich wie möglich an die Sache heranzugehen. Weil es ist so, auf der einen Seite, guck mal, auf der einen Seite würde ich es am liebsten übel cool tun und auf alles kacken und so, aber ich muss schon sagen, da gibt es diverse Dinge, die mich einfach nur triggern und mich auch sehr, sehr, sauer auch machen. Wie soll ich sagen, also, wir werden gleich das Video gucken und dann wird man es ja hören. So, also wir haben uns auf jeden Fall auch ein paar Stichpunkte aufgeschrieben. Also wir sind auf jeden Fall vorbereitet auf dieses Video. Ich möchte ganz kurz sagen, ich habe das Video gerade eben, also ich habe die wichtigsten Stellen und die Stellen, auf die wir gerne eingehen möchten, habe ich gerade eben zusammengeschnitten. Das heißt, wundert euch nicht, das Video ist von mir sozusagen... Es ist aus einem ganz einfachen Grund gecuttet, weil da viele Sachen drin vorkommen, zu denen wir einfach uns nicht äußern können. Und hier auch das natürlich ein gut gewählter Zeitpunkt, ne, das zu machen, aber da kann man später drauf eingehen. Also nur damit ihr da Bescheid wisst, es gibt einfach Sachen, die sind jetzt irrelevant und es soll hier eigentlich auch nur um Karl gehen und nicht um unsere Situation. Genau. Und nicht um diese, ich nenne es jetzt mal die Insolvenz-Story. Wir sind nicht insolvent und das ist auch alles ein bisschen übertrieben worden. Es geht jetzt um das Video, was Karl gemacht hat, weil Karl greift hier nochmal die Vergangenheit auf und darauf wollen wir jetzt eingehen. Let's go, Boys and Girls! Herzlich willkommen zum Video Akte Insolvenz von Tim Garo und Inscope 21. Wir haben dazu sehr viel zu erzählen, sehr viele Insider-Informationen. Wir schauen uns jetzt gleich dieses Statement vom Tim Gabel an. Du warst dabei, als wir dem Tim Gabel das Auto abgenommen haben, damals in Erste Video! Okay. Ich will es nicht ins Lächerliche ziehen, wirklich, ich will jetzt ernst bleiben. Aber das ist, du kannst es ja gerne mal sagen, es ist die erste Lüge. Das ist einfach nur, es triggert mich gerade hart. Ich muss also ganz kurz, wir haben sehr, sehr lange überlegt, ob wir das überhaupt als Video oder Livestream oder was auch immer, ob wir das machen sollen. Weil das Problem ist, in diesem Video werden, also guck mal, wenn ihr mit jemandem diskutieren wollt und wenn ihr mit jemandem eine Lösung finden wollt, ne, dann guckt ihr ja immer danach, dass die Gegenseite sagt einen Punkt und du sagst einen Punkt und ihr diskutiert darüber, ne? Wie es zum Beispiel gewesen ist. Und das Problem hierbei ist, in dem Video sind sehr, sehr viele Aussagen, die leider halt einfach nicht stimmen, die nicht so passiert sind. Und deswegen haben wir uns gedacht, hey, warum sollen wir auf was reagieren, wo halt gelogen wird? Versteht ihr, wie wir meinen? Aber jetzt ist einfach so ein Punkt angekommen, wo wir gesagt haben, hey, wir haben noch nie was dazu gesagt. Wir haben noch nie aus unserer Perspektive erzählt,
wie es passiert ist. Und ich lese halt Kommentare unter dem Video. By the way, ganz kurz, das Video hat 500.000 Views, also kein Problem auch für die Views an der Stelle. Aber unter dem Video lese ich Kommentare wie, oh krass, Karl, heftiger Ehrenmann und hätte niemals gedacht, dass Karl so ein Ehrenmann ist und solche Sachen. Ja, man muss jetzt aber auch hier vorsichtig sein, ne? Die Likes und Dislikes sind deaktiviert und es haben auch einige, also ich weiß nicht, ob es stimmt, ich habe nur die Kommentare gelesen, einige haben behauptet, dass da auch negative Kommentare gelöscht werden. Es ist ja auch klar, so das Konsumerverhalten von Menschen heutzutage ist, du guckst Video, guckst gleichzeitig Kommentare und wenn die negativen rausgelöscht sind, dann gibt es den Leuten, die jetzt die ganze Geschichte nicht kennen, nochmal so einen anderen ersten Kontakt mit dieser Thematik. Jo. Aber ist okay, guck mal, grundsätzlich hab gar kein Problem damit, mich zu öffnen und offen über Dinge zu reden und auch Fehler von mir selber einzugestehen. Also ich glaube, wenn man uns verfolgt, das ist unsere ganze Karriere ist voll mit Fehlern, dass wir offen damit umgehen. Aber es ist das, was Nico schon sagte, das ist halt so, ey, guck mal, wenn wir uns jetzt verabreden wollen, um Schach zu spielen und du kommst mit einem Basketball, fängst mit dem Basketball an, auf dem Schachbrett zu prellen, das macht einfach keinen Spaß. Wollen wir ehrlich miteinander reden oder wollen wir lügen? Weil Lügen in der Öffentlichkeit, dann führt es zu so einem Rattenschwanz. Und das ist auch so eine Sache, auf die ich gar keine Lust habe und ich mich auch nicht einlassen werde drauf, sage ich jetzt schon. Das ist das erste und das letzte Video. Genau, das ist eine ganz, ganz wichtige Sache, die wir hier sagen wollen. Wir beide werden, das ist das Video, das wir jetzt zu dem Thema machen. Wir treffen jetzt unsere Aussagen, wir reagieren hier einmal drauf. Und egal, was danach kommt, und wir sind uns ganz sicher, dass Karl danach wieder reagieren wird und irgendwas erzählen wird, wir werden nicht mehr darauf reagieren. Das wird jetzt das erste und das letzte Video, das wir zu diesem Thema machen. Und ich möchte mich jetzt nicht hier vor aufbauenden Aussagen schützen, sondern wenn wieder gelogen wird, dann habe ich gar keinen Bock drauf zu reagieren. Aber wenn irgendjemand nachvollziehbare Beweise liefert, weil ich kenne alle und ich weiß, dass sie nicht existieren, dann rede ich. Gar kein Problem. Aber auch hier bitte, das wird an der einen oder anderen Stelle wird das wieder kommen, auch hier an der Stelle, ich kann jetzt mal gucken, ob ich Chatverläufe dazu finde. Ich müsste jetzt mal suchen, wegen dieser Autosache, wie ist es passiert, weil da haben wir gerade gestoppt und gesagt, dass es eine Lüge ist. Also, wir haben damals, also es war bei mir so, ich hatte diesen Vertrag mit Karl und, also der Just Essential hieß die damals. Und Karl hat damals einen M6 gekauft, einen BMW, nachdem er sein 360-Grad-Paket gelauncht hat und halt Geld damit verdient hat und so, hab's alles so, sei ihm gegönnt, alles schön und gut. Dann hat Ralf danach, weil die beiden 50-50 diese Firma hatten, sich einen Panamera gekauft, einen roten Diesel. Und dann mit der Zeit, glaube ich, das war als Karl, hat Karl da den Ferrari gekauft oder nicht? Ich weiß es noch nicht, aber Ralf wollte den Panamera Turbo haben. Ralf wollte den Turbo haben, genau, und dann war halt der Panamera Diesel. Genau, das Problem war aber, dass diese Leasings noch liefen von dem Panamera Diesel und er jetzt niemanden hatte, den er quasi den abnehmen würde. Das war damals der Alex von GE, hat sich überlegt, soll ich nicht? Hat dann gesagt, nein. Und dann haben sie mich gefragt und ich war so, ja geil, klar. Und jetzt kommt der springende Punkt. Der wurde mir nicht bezahlt. Den habe ich selber bezahlt. Das wurde mir entgegengerechnet. Das heißt, der lief über ihre Firma, aber die haben das abgezogen von dem Geld, was ich quasi hätte bekommen sollen, was ich nie bekommen habe, by the way. Das heißt, ich habe für diesen Wagen gezahlt und klar, die haben die Verpflichtung aufgenommen, die haben den Wagen genommen, aber nicht, weil sie mir geholt haben, sondern weil sie sich selber geholt haben. Dann ein Jahr später oder so habe ich den gefahren und gezahlt. Und unterm Strich, was man hier sagen muss, die Aussage von Karl ist, die haben uns die Wegen abgenommen. In Wirklichkeit war es aber so, dass wir den Jungs die Wegen aus Eigeninitiative zurück auf den Hof gestellt haben. Wir wollten es denen reindrücken, muss man ganz klar sagen. Wir waren da komplett abgefuckt auf die, wegen diesem ganzen Streit und so. Und wir wollten, also wir haben von heute auf morgen, ohne es so anzukündigen, haben nur gesagt, wir treffen uns. Dann haben wir den beide Wegen hingestellt, weil die über deren Firma laufen. Und weil Karl damals mir auch so angedroht hat, so, ja, hey, ich werde dir kein Geld auszahlen und so, weil die alle meine Einnahmen vereinnahmt haben und so, dass du dir keinen Anwalt leisten kannst und so gegen uns, bla bla bla. Und das war dann quasi die Reaktion, okay, gut, wir legen euch jetzt die Wegen hier zurück, ihr müsst die zahlen und wir wollen die nicht mehr haben, wir benutzen die auch nicht mehr. Das war damals das Ding. Das heißt, hier nur kurz das Ding, die Wegen wurden von uns bezahlt, die wurden zwar von Karl und Ralf damals über die Just Essential geleased, aber komplett an uns weiterbrechen, wir haben alles gezahlt, auch jeden Schaden, alles wurde gezahlt an diesen Wegen. Und ich will nur sagen, es stört mich an der Stelle einfach. Der Punkt ist einfach nur der, das Video geht los mit einer Aussage, die so einfach nicht ganz korrekt ist. Und er probiert halt direkt so diese Position einzunehmen. Yo, ich stehe über den Jungs und ich habe die Kontrolle. Wir haben den Jungs die Wegen abgenommen. Und das ist schon mal so eine Aussage, wo das Video weird losgeht. Aber ist auch egal, wir gucken jetzt einfach mal weiter, okay? Genau. Panamera, du warst dabei, als wir dem Inscope den C63 abgenommen haben. Ich tue erstens mal, die beiden Jungs waren... Ganz kurz, ich will noch kurz eine Kleinigkeit dazu sagen, für alle, die sich jetzt wundern. Das Originalvideo, wenn ihr irgendwas nachrecherchieren wollt, was das Originalvideo angeht, ja, guckt, ja, das ist auf dem Kanal von Karl hochgeladen. Wie gesagt, ich habe jetzt eine Kurzversion rausgemacht, weil extrem viele unwesentliche Dinge auch drin waren. Damals bei mir unter Vertrag. Ich habe... So, warte, das ist jetzt ein wichtiger Punkt. Eine Sekunde. Waren damals bei mir unter Vertrag. Ich habe den Tim... Pause. So. Er hat gesagt, wir waren beide bei ihm unter Vertrag, das stimmt nicht. So,
das ist schon mal, das ist halt schon wieder der nächste Punkt, mit dem es weitergeht. Tim hatte damals einen Vertrag mit Karl. Ich hatte nie einen Vertrag mit Karl. Ich war nie bei Karl unter Vertrag. Ich war, genau, es ist direkt wieder falsch, Chat. Es ist direkt wieder falsch. So, ich hatte mit Karl nie in irgendeiner Art und Weise irgendeine Art von Vertragsverhältnis, nicht zu einem Zeitpunkt. Und hier wird halt so gesprochen, jo, ich hatte die Jungs unter Vertrag. Also hier ist aber auch ganz, ganz, ganz einfach, Karl, hier hast du auch unsere Erlaubnis oder Nikos Erlaubnis, glaube ich, an dieser Stelle. Wenn es ein Vertragsdokument gibt, das Nico unterzeichnet haben soll oder irgendein vertragliches Verhältnis, mit dem ihr beide irgendwie zusammen eins hattet, dann zeig's einfach. Also erlaubst du es ihm, das zu zeigen? Darf ich gerne zeigen, sobald mein Unterschrift drunter ist. Das Einzige, was wir hatten, war der Leasingvertrag vom C63. Okay, also und das ist einfach so eine Sache. Ich kann ja auch behaupten, ich habe mit Bill Gates einen Vertrag, aber dann muss ich ihn auch zeigen. Ich hatte tatsächlich einen Vertrag mit Karl, da werden wir nochmal später, also mit Karl und Ralf, damals der Just Essential UG oder GmbH, da werden wir später nochmal drauf zu sprechen kommen. Also ich hatte einen Vertrag, du hattest keinen. Mhm. Okay, dann machen wir weiter. Von null auf hochgezogen. Dem Inscope habe ich das allererste Mal gezeigt, wie man überhaupt Geld verdient. Das Video habt ihr wahrscheinlich alle gesehen, sonst kann ich es hinten nochmal anfügen. Und die Jungs waren bei mir unter Vertrag. Okay? Dann haben sie hinterrücks... So, wir müssen mal ganz kurz an der Stelle nochmal Pause machen. Und zwar, ich möchte gar nicht absprechen, weil... Ich weiß gar nicht, ob manche Leute vielleicht irgendwie sowas denken, jo, ich bin nicht dankbar für die Zeit oder so. Ich kann an der Stelle sagen, ich bin Karl zu 100% dankbar, dass ich damals mit ihm zusammengearbeitet habe, dass er mir damals ein paar Tricks gezeigt hat, wie ich einfacher Geld verdienen kann, wie ich überhaupt Geld verdienen kann. Ich fand die Zeit damals ohne Spaß, Leute, das war für mich eine der geilsten Zeiten meines Lebens. Es hat so Bock gemacht, damals mit den Jungs zu chillen, ins Gym zu gehen, die Videos zu drehen. Es war eine richtig, richtig geile Zeit. Aber irgendwann geht so eine Zeit halt auch einfach mal vorbei. Und ich finde, man muss da nicht sein ganzes Leben lang hinterher schauen. So. Und es ist einfach so. Leute ändern sich einfach. Man kommt nicht mal miteinander zurecht. Und dann gehen die Wege einfach auseinander. Und das hat nichts damit zu tun, dass ich nicht dankbar bin. Genau. Karl hat mir sehr viel geholfen in der damaligen Zeit. Aber Karl hat auch von mir sehr, sehr gut, sehr, sehr gut und sehr, sehr viel profitiert. Also man kann hier nicht sagen, dass ich ihm irgendwie was schuldig bin oder irgendwas in dieser Art und Weise. Also ich könnte jetzt auch krass ausholen. Ich gebe jetzt mal die Kurzversion und am Ende vom Video kann ich es ja nochmal sagen hier im Stream, dass es auch da ist. Ey, das war teilweise eine richtig, richtig geile Zeit und ich hab das genossen. Ich habe Karl als 17-Jähriger kennengelernt, der war auch jung, der hat das gemacht, der war auch damals noch... Es war jetzt auch nicht so, dass man damals so einen Mogul-Status hat auf YouTube sofort. Der hat da angefangen, es war 2013, haben wir uns kennengelernt, da hatte der irgendwie 10.000 oder 11.000 Abos oder so. Das war alles damals noch voll klein. Man hat trainiert, man hat sich gemocht, das war cool. Dieses Ding mit dem, damals auch, habe ich das auch voll geglaubt und ich auch gefühlt damals, dass Karl einfach ein korrekter Typ ist. Ich habe den wie einen Bruder gesehen. Und ich weiß, guck mal, das waren so verschiedene Phasen. Das war so eine Sache damals im Gym, da hat man was gemacht, man hat gelernt. Das war auch so viele Sachen, wo man irgendwie so, wie soll ich sagen, wo Karl vorgelebt hat und man wollte auch einfach, dass der stolz ist auf einen, dass man so beeindruckt, dass es, weißt du, was ich meine, einfach gut ist, auch ja, korrekt ist zu dem. Ja, das war, Karl war in der Zeit damals auf jeden Fall wie ein Vorbild für mich. Auf jeden Fall, auch, Digga, ich will das jetzt auch nicht irgendwie nur aufs Alter abtun, aber dann ist man natürlich ein bisschen empfänglicher dafür. Ich will nur sagen, irgendwann wurde das Ganze aber so ein bisschen problematisch. Für mich persönlich war das der Zeitpunkt, da waren wir in L.A., Karl, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, mit Sascha, nicht mit Sascha, sondern mit Mischa, Patrick und so weiter und so fort. Und dann waren wir bei diesem Asiaten auf diesem Hinterhof essen, als wir einmal dieses Auto bestaunt haben und so, da haben wir über GA und so gesprochen. Danach hast du mir so gesagt, so ja, dein Ziel ist, weil ich dich immer so wieder gefragt habe, was dein Ziel ist und so, weil ich das immer cool fand mit dem Veganer sein und die Welt verändern und so weiter und so fort. Und ich fand es immer cool und inspirierend, wirklich. Aber da hast du das erste Mal so richtig größenwahnsinnig so Sachen gesagt, wie du willst, dass Leute Goldstatuen von dir bauen, du willst einfach nur Milliardär werden und du willst einfach nur dies, das und willst ein Imperium bauen und Monopol und der Alleinherrscher sein und so weiter. Und das war so für mich der Zeitpunkt, wo es ein bisschen schwieriger wurde. Und hier muss man wirklich differenziert rangehen. Ich glaube, den Punkt können wir nachher nochmal aufgreifen bei einer weiteren Aussage, die er trifft. Okay. Ich will nur sagen, es ist wichtig, auch hier zu sagen und ehrlich zu sein, ich sehe das nicht alles irgendwie ausschließlich negativ, aber es ist wichtig zu verstehen, wann und warum es negativ wurde. Auf jeden Fall. Eine gemeinsame GmbH gegründet, was so eigentlich auch gar nicht zulässig war, okay? Der Tim hat ja auch dann bei Gericht gegen mich verloren. Okay, da werden... Ja, hier waren jetzt zwei Lügen drin. Da fallen jetzt sehr dicke Aussagen. Warte doch mal ganz kurz, ich spule noch mal ganz kurz zurück. Hinterrücks! Und die Jungs waren bei mir unter Vertrag, okay? Dann haben sie hinterrücks
meine gemeinsame GmbH gegründet. Leider auch direkt wieder falsch. Also das ist auch wieder, guck mal, relativ einfach. Also erstmal, was heißt hinterrücks eine GmbH gegründet? Erstmal, so laut meinem Vertragskonstrukt war ich dazu in der Lage. B, ich habe, bevor wir diese GmbH gegründet haben, habe ich den Vertrag außerordentlich gekündigt bei euch. Und die Kündigung vom Gericht festgestellt, war ein öffentliches Verfahren, also konnte jeder daran teilnehmen, war gültig. Das heißt, es war eine recht wirksame Kündigung und diese GmbH, völlig unabhängig davon, war auch recht, also war legitim gegründet. Also da ist nichts hinter deinem Rücken passiert oder da, so. Plus, wir haben uns schon gestritten zu dem Zeitpunkt. Da ich auch nie in einem Vertragsverhältnis mit irgendjemandem von euch stand, demnach in dem Fall niemand da Rechenschaft schuldig war, war das einfach eine ganz normale GmbH-Gründung. Und ich glaube, von meiner Seite aus, was ich dazu sagen kann, ist, genau. Karl war für mich damals, es war die Zeit, wo du hast es dort in LA festgestellt, wie du gerade schon gesagt hast. Für mich war das die Zeit, wo Karl angefangen hat mit Wemmer. Ich weiß nicht, Chat, war irgendjemand von euch in dieser Wemmer-Zeit von Karl schon dabei? Ist da irgendjemand am Start, der das in der damaligen Zeit verfolgt hat? Weil Wemmer war für mich so die erste Sache, wo es ein bisschen weird wurde mit Karl. Waren einige dabei. Ich habe mich natürlich zu der Zeit damals auch dann hinreißen lassen, da für einen Monat lang mitzumachen und da irgendwie mich dran zu probieren. Habe aber relativ schnell gemerkt, das ist nichts für mich. Genau. Wo für mich auch ein sehr, sehr springender Punkt war, wo ich gesagt habe, es wird weird, war als wir mit Karl, ihr müsst euch überlegen, Tim und ich, 20-jährige Pisser, wir sitzen bei Karl. Andere noch 19. Oder 19, ich weiß gar nicht mehr. Also ich war 19, du bist 20 geworden. Karl an seinem Whiteboard, okay, macht das Whiteboard auf, wir sitzen dran, Ralf auch dran gesessen und Karl sagt, yo Boys, genau. ihr seid nur auf der Zugspitze, aber ich will auf dem Mount Everest. Dann hat er so eine Zeichnung von dem Mount Everest gemacht und so. Und dann sagt er so, yo, ich gehe jetzt nach München und ich lasse euch hier in Stuttgart, genau. Und ich mache jetzt mein Ding in München und ihr macht euer Ding in Stuttgart. Und dann war für mich so, okay, krass, so dieses ganze Game wird hier gerade irgendwie voll gebrochen so und keine Ahnung, ich habe irgendwie so ein bisschen den Bezug zu Karl in der Zeit einfach verloren. Dann noch diese ganzen Geschäfte, die ihr neu eingeleitet habt. Mir kam es jetzt so ein bisschen vor, als hätte Karl so diesen Bezug zu Fitness, ey, und wir machen alle eine nice Sache und verdienen dabei Geld so verloren und er hat sich nur noch aufs Geld verdienen fokussiert. Und es wurde mir so ein bisschen, es war einfach weird in der Zeit und dann habe ich mich so ein bisschen abgewandt von ihm gefühlt und deswegen habe ich auch gesagt, hey, ich sehe es nicht ein, mit Karl zusammen damals eine Firma zu gründen, weil das ist ein Punkt, den lässt er zum Beispiel immer raus. Er hat zum Beispiel mir damals vorgeschlagen, jo Nico, lass uns doch zusammen zu zweit eine GmbH gründen, an der ich mich zu 30% beteilige. Und es war halt damals so, Karl hatte weder einen Anteil an meinen YouTube-Einnahmen oder an meinen Amazon-Einnahmen oder an sonstigen Sachen, die ich gemacht habe. Und ich habe das Gefühl gehabt, ich will da niemandem was unterstellen, aber ich habe das Gefühl gehabt, dass ihn das so ein bisschen gestört hat und dass er gesagt hat, jo, hey, der Lazzo, ich habe den hochgezogen. Ich verdiene aber nicht wirklich was an seinen Einnahmen. Ich gründe eine Firma mit ihm und beteilige mich dazu 30% und hole mir sozusagen die Einnahmen, die ich jetzt gerade nicht bekomme. Und dann habe ich halt in dem Fall habe ich abgelehnt und habe gesagt, nee, das würde ich nicht so machen. Das kommt mir irgendwie ein bisschen komisch vor. Und das ist der eigentliche Grund, warum ich mich damals von Karl abgewandt habe. So. Und man muss auch hier kurz noch so eine Sache, Alter. Das sind ganz, ganz viele Dinge. Das ist voll schade, dass man das jetzt nicht so ausführlich alles machen könnte. Und ich will jetzt auch gar nicht so krass auf Karl irgendwie rumhacken und so. Aber ey, guck mal, er macht dieses Video und dann auch noch tausendmal davor. Und dann, ich rede nie wieder drüber. Und dann irgendwie doch. Und jedes Mal ist ein bisschen eine andere Geschichte. Und ich muss da sagen, was für mich auch so komische Sachen immer waren, also diese Wemmer-Sache war krass, weil ich da auch immer gefragt habe, Alter, so ist es das Richtige, ist das nicht ein Scam, warum sagen alle Leute, das ist ein Scam? Und er war so, nee, das ist keiner. Damals auch noch sich da eingeloggt, gesagt, hey, ich brauche deine Bankkarte. Hat gesagt, er will irgendwas auf Amazon bestellen, ich soll ihm meine Bankkarte geben, er hat seine gerade nicht griffbereit und er will es mit meiner machen. Dann hat er mir so ein 500€ Wemmer-Paket bestellt und dann war ich auf einmal unter ihm gesigned und so. Das waren halt so Methoden, mit denen er dann angefangen hat, mir quasi Dinge unterzujubeln und so zu tun, als hätte ich es freiwillig gemacht und dann war das super unangenehm und dann waren es halt auch so Sachen wie Werbung für Online-Casinos machen, gut, die Penispumpen ist jetzt, seid's mal dahingestellt, da hat er einen guten Grund gehabt in meinen Augen für, da macht er halt, also ist zwar vielleicht lächerlich gewesen, aber das ist ein Produkt, was manche Leute wirklich benutzen können, also jetzt, diese Querschnittsgelähmten und so hat er mir das immer erklärt und nee, mein erster Impuls war auch, mich immer darüber lustig zu machen, Alter. Aber dann waren es auch so Sachen, Affiliate-Links auf Putzfrauen und ihm war so mittlerweile jedes Mittel recht und er hatte so gar kein, so es ging nur noch ums Geld und man ist bereit gewesen, über mehr oder weniger jede Leiche zu gehen und
das war für mich so ein krasser Punkt. Und aber der ausschlaggebende Punkt, warum ich gegangen bin, den kann ich, soll ich den jetzt geben oder soll ich gleich machen? Lass gleich machen. Ich will ganz kurz einige Leute fragen, was Wemmer war. Wemmer war damals ein Multilevel-Marketing-System. Schneeballsystem. Ja, also so wollten die es ja nie bezeichnet haben, aber das war es im Endeffekt. Wemmer war ein Multilevel-Marketing-System. Das sah so aus, Leute haben Produkte sozusagen gekauft, Monat auf monatlicher Basis, mussten dann Kunden anwerben, die das dann wiederum kaufen oder weitere Verkäufer anwerben, die es wieder jeden Monat kaufen, um dann daran zu partizipieren. Ihr wisst, wie ein Schneeballsystem funktioniert. So. Nee, und ich muss auch sagen, das zum Beispiel... Es ist übrigens mittlerweile verboten. Ja, aber das ist auch so eine Sache, die mich komplett gefickt hat. Und für mich war es einfach, keine Ahnung, wenn du so nur Karl und Ralf in deinem Dunstkreis hast, Leute, die quasi profitieren davon, wenn du für die Geld verdienst, aber die dir erzählen, das ist okay und das ist schon richtig so. Digga, das hat meinen Kopf gefickt, wisst ihr? Und jetzt kann man sagen, was man will. Digga, wir sind jung und damals einfach... Ich bin nicht dahinter gestiegen. Ich habe damit auch effektiv, also falls jemand wissen will, kein Geld verdient. Aber es war so... Digga, es hat dir so den Kopf gefickt, weil es war so, du willst eigentlich loyal Karl gegenüber sein, sagst du, ja, komm, ich stehe dahinter dir, ich mach's. Auf der anderen Seite irgendwie sagen alle deine Freunde irgendwie, das ist falsch und so. Dann sagt Karl aber, ja, das sind alles Hater und Nichtsgönner und Scheiße, haben keine Ahnung und so. Und du bist einfach nur verwirrt und stehst zwischen den Stühlen und es war einfach nur Abfuck, bis man dann irgendwann so da durchdringt. Aber da kommen wir gleich zu dem entscheidenden Punkt, glaube ich. Okay, wir machen mal weiter. Zurück's. Eine gemeinsame GmbH gegründet, was so eigentlich auch gar nicht zulässig war, okay? Der Tim hat ja auch dann bei Gericht gegen mich verloren. Oh. Musste auch zahlen, sagt so, er jetzt. Auch an mich zahlen. So, das ist jetzt ein ganz großer Punkt, da möchte ich jetzt Tim... Ich glaube, das ist der wesentlichste Punkt von allem. Also, das wird jetzt ein bisschen lange Geschichte, aber dann versteht ihr, glaube ich, so ein bisschen das ganze Ding. Es geht jetzt um den Vertrag und wieso ich den Vertrag mit Karl gekündigt habe und wieso er denkt, dass er dort gewonnen hat. Ja. Erzähle Geschichte am besten so auf den Punkt gebracht wie möglich. So. Ja, ich danke, müssen wir noch sagen, in 10 Sätzen. Ich glaube schon, dass es interessant ist, weil ich habe das noch nie wirklich erzählt. Also, ich hatte ja mit Karl einen Vertrag, das war damals für 18 und die haben ja meinen YouTube-Channel und so gegründet, also quasi auch meine Passwörter und so gehabt. Und dann wurde der Vertrag vorgelegt und dann hieß es so, in der Küche unterschreib jetzt oder sonst scheiße, wenn du nicht unterschreibst. War so, ja, hey, ich würde es gerne mit dem Anwalt durchgehen, bla bla. Und dann war es halt so, ja, kannst gerne mit dem Anwalt durchgehen, aber wenn du das nicht unterschreibst, dann, also es hat Ralf gesagt, nicht Karl an dieser Stelle, muss man auch fairerweise sagen, dann kann ich auch einfach deinen ganzen Kack löschen und du hast nichts. Dann war ich so, ja, okay, das ist jetzt auch nicht Sinn der Sache. So, habe ich mich dazu so ein bisschen belabern lassen. In dem Vertrag standen halt teilweise ein bisschen abstruse Geschichten drin. Also zum Beispiel damals diese Amazon-Affiliate-Link-Geschichten, weißt du, wie viel ich abgeben muss dann die? Also erst ab dem Vertrag. Davor 100% und ab dem Vertrag, schätz mal bitte. 90. 90%. 90%. Bro, wenn 10%. Ich habe gerade, Alicia hat den Vertrag gesehen. Ich habe den gerade dort, mit denen bin ich dann einmal durchgegangen, okay? Ist doch korrekt, Digga. Egal, okay. Man müsste da jetzt nochmal durchgehen. Ich will jetzt hier auch keinen Kack erzählen, aber dann, das war jetzt auch nicht, ne? Heute ist jetzt auch nicht das große Geld, aber das damals hat man damit Geld verdient. Auf jeden Fall, aber das ist jetzt auch nicht weiter. Das Wesentliche. Jetzt nicht das Wesentliche. So, dann ging es weiter. Dann war es für so Geschichten, grundsätzlich waren es circa, könntet ihr so vorstellen, 45% von meinen Einnahmen. Also von so Sachen, wie ich jetzt mit dem Programm gemacht hätte, 45%, wenn ich jetzt mit den, also zum Beispiel bei einem Programm, wenn man da wirklich die Konzeptionierung und alles wirklich macht und so weiter und so fort, dann ist es etwas, worüber man jetzt mal reden kann, dort ein bisschen mehr Geld abzudrücken. Und ansonsten war es einfach nur so, okay, mit der Begründung quasi, wir haben nicht gefunden, als du nichts warst und deswegen wollen wir 45% und das Ding war quasi, lief auf 3 Jahre und die hatten dreimal die einseitige Option nochmal, um ein Jahr zu verlängern. Das heißt, dass die hätten den quasi 6 Jahre, hätten die den laufen lassen können. Das heißt, die hätten 6 Jahre lang an mir verdient und sie hatten keine Pflichten. Das heißt, wenn ich selber funktioniere, hätte ich den effektiv halt einfach, kannst jetzt sagen, halt 45% meiner Einnahmen geben müssen. Ich müsste jetzt nochmal in den Vertrag gucken, bei manchen Sachen war es jetzt weniger, bei AdSense, bei YouTube war das, glaube ich, so, dass es irgendwie so eine Teilgeschichte war, dass ich ab einem gewissen, was war es nochmal, ab welchem Betrag musste ich abgeben? 30% musst du abgeben von AdSense. 30% von YouTube musste ich abgeben, was, also kein Netzwerk der Welt will von dir auch 1%. Ein gutes. Also ich zahle mein jetziges Netzwerk 0%. Ja. Gibt welche, die wollen, aber... Die wollen halt 10. Ja, Max. Okay, also 30%. Gut, dass du es... Mach weiter also, im Kontext. Mal nur mal so, dass man so das Vertragskonstrukt kennt. Also, fair war das von vornherein nicht. Okay, habe ich gemacht, alles gut, ich habe es unterschrieben und ich stand auch dazu. Das heißt, alles Geld, was in diesem Ding war, wollte ich auch nicht haben. Das heißt, alles, was unter diesem Vertrag gefasst ist, wollte ich nicht haben. Dann wusste ich ungefähr, wie viel Geld ich aber verdient habe in Summe. Ja? Und dann war ich eines Tages bei Karl und Ralf daheim, da war Ralf vor diesem Commerzbank-Konto. Und da habe ich halt geguckt und habe festgestellt, dass auf deren Firmenkonto, damals von der Just Essential GmbH, weniger Geld war, als sie mir nach Abzug von allen diesen Sachen, die sie quasi aus dem Vertrag bekommen, mir schulden würden, okay?
angenommen zum Beispiel, das sind 200.000 Euro, sagen wir die Hälfte, dann gehört die Hälfte denen, können die machen, was sie wollen, aber die haben 100.000 Euro, die sie für mich vereinnahmt haben. Du weißt ja, die haben ja damals mein Geld vereinnahmt. Und ich habe quasi so eine Art Gehalt von denen bezogen. Ja? So haben die das gemacht, weil, wie soll ich sagen, das war halt so das Leichteste. Die haben gesagt, so wegen Steuern ist am gechilltesten und so, bla bla, lass uns das machen, das ist am besten so. Genau. Da habe ich denen halt vertraut, ja. Also die haben auf gut Deutsch im Prinzip einfach mit deiner Kohle gewirtschaftet. Ohne mich zu fragen. So, und dann bist du halt da und dann frage ich halt Ralf so, was soll das, Alter? Und er war so, ja, ist doch ganz normal und selbstverständlich, ja, wir haben die Kohle in Profuel reingebuttert und so. Und ich war so, hey, what the fuck? So, du gehst mit meinem Geld ins Risiko, du kannst das nicht machen, Alter. Also es geht einfach nicht klar, du musst mich doch fragen, was, wenn das Geld weg ist? Du hast gerade mein Geld ausgegeben. Und er so, ja, das kommt ja wieder zurück, bla bla bla, bliblablub und so. Und du weißt, wie das ist, also... Allein mal, wenn wir jetzt quasi von Geschäften reden, dann ist es, du musst mich fragen, ob ich dir Geld leihe. Und zum Beispiel in solchen Geschichten ist es halt, okay, du leihst mir Geld und ich habe quasi eigentlich Aktien an dem Scheiß. Nicht, dass ich jetzt das irgendwie dort, dass mir jetzt im Wesentlichen darum ging, aber es ging mir einfach nur darum, mein Geld wurde ausgegeben, ohne dass ich gefragt worden bin. Und dann war mir halt so klar, okay, und dann habe ich gefragt, okay, was, wenn ich jetzt sage, weil ich kann ja jederzeit laut meinem Vertrag, kann ich diese Hälfte oder so, die ich bekomme, kann ich einfordern. Dann habe ich gesagt, was ist jetzt, wenn ich das Geld haben will? Ja, dann kriegst du es nicht. Dann habe ich gesagt, ja, haben wir ein Problem. Ihr könnt mir meine Gelder auch nicht auszahlen. Und dann habe ich mich halt beraten lassen, anwaltlich und so. Und dann haben die halt erstmal gesagt, das ganze Ding ist, kommen sie das halt, haben die, also mein Anwalt hat mir quasi dann geraten, dieser komplette Vertrag ist halt ein Scam und so. Hat geguckt, ob der sittenwidrig ist. Er hat gesagt, das ist so knapp an der Grenze, aber man kommt mit einem anderen Ding, ich glaube, 626, 27 BGB ist das, kommt man raus. Das ist Kündigung von einem höheren Dienst aus wichtigem Vertrauensgrund. Ich dribbel gerade ein bisschen rum, aber das könnt ihr alles nachgucken. Es geht ja um Sinngemäße. Okay, dann habe ich quasi wegen diesem wichtigen Vertrauensgrund gekündigt. Davor, ganz, ganz wichtig, ich bin mehrmals zu Karl gegangen und habe versucht, eine gütliche Einigung zu finden. Das heißt, ich habe ihm angeboten, alles, wo ihr was macht, könnt ihr weiterhin laufend, können wir einen neuen Prozentsatz vereinbaren, der fair ist, dass ihr dort Geld verdient. Habe ich den angeboten, für noch quasi einen Zeitraum. Was war denn der Grund? Für 1-2 Jahre, was? Also, für den Grund gab es da irgendwelche Auslöser? Ja, pass auf, dann habe ich das halt Karl quasi vorgeschlagen und so. Und dann, ich habe jetzt mein Handy nicht hier, sonst könnte ich Voice Memos abspielen. Kannst du mein Handy kurz holen, dann kannst du dir kurz zeigen. Ich kann euch da einfach mal kurz zeigen in der Voice Memo, wie Karl zum Beispiel da reagiert hat. Er ist halt komplett ausgerastet und hat es überhaupt nicht gesehen. Und dann war es halt für mich, und es ging halt, war so ein Hin und Her. Ne? Es war halt ein paar Mal, mehrmals, und dann war es halt für mich so, okay, gut, ich finde da jetzt keine Einigung. Und dann... Tim redet auf 1,5 Geschwindigkeit. Ihr müsst, ganz kurz Real Talk Chat, ihr müsst verstehen, Digga, für Tim und mich ist es ein extrem emotional auch aufgeladenes Thema. Ich probiere so ruhig zu bleiben, wie es geht, aber es ist einfach ein krasses Thema. Ich versuche es auch gerade aus der Erinnerung rauszuholen und nicht irgendwo runterzuschreiben. Was? Ja, ich hab's. Hier ist okay, also... Jo, Tim, das kommt absolut nicht in Frage. Und allein schon, dass du das willst, ist eine absolute Frechheit. Okay. Du verlierst völlig den Fokus. Mach mal ein Herz ans Mikro. Wenn du mal die Basics hinkriegst, ich weiß nicht, ob dir irgendwelche anderen Typen da unten in den Kopf scheißen. Das eine Mal ein bisschen mit dem Inscope hart im Start, das andere Mal ein bisschen mit dem Nächsten hart im Start, das eine Mal ist der hart. Mach ja schon mal die Basics, reiß die mal zusammen, reiß die mal am Riemen, laber mir keine Scheiße von wegen Vertrag auflöse, bla bla. Zahle ja schon mal das ab, was ihr dir aufgebaut habt und vergiss nicht, wo du herkommen bist. Also, mir fehlen da wirklich gerade die Worte. Ich finde es eine absolute Frechheit. Und wenn ich zurückkomme, knüpfe mich, ey, ohne Scheiße, Alter. Ich knüpfe dich dir mal vor. Das schwöre dir. Das ist eine absolute Frechheit, was du hier abziehst. Und ich pack dir mal am Krage, weil eine Sache ist klar. Du hast mir nichts geleistet, du kannst mir nichts außer schöne Bubi-Fresse ziehen, bisschen Bizeps, ja? Du musst jetzt mal hustlen, du kleiner Drecksack. Und das sage ich dir face to face, Mann. Und ich schwöre dir eins, ja? Überleg dir mal, wo du herkommst. Überleg dir mal, wo du hin willst. Überleg dir mal, was überhaupt Sache ist. Und überleg dir ganz genau, was du mir sagst, wenn du mir unter das Auge trittst. Ich schwöre dir, jetzt überlegst du dir ganz genau, ich bin gerade auf 180 und wenn du gerade vor mir stehen würdest, würde die windelweich prügeln. Windelweich, ich schwöre dir. Ich schwöre dir eins, Mann, egal zu wem du betest oder egal was du machst, Mann. Ich schwöre dir eins, Mann. Ja, ich könnte es jetzt noch weiter, aber guck mal, man muss auch sagen, ne, danach, als es dann rechtlich so ein bisschen in die Richtung ging, ey, was soll ich sagen, ne? Jetzt kann man auch wieder sagen, Karl hatte dann wieder Momente, wo er nett sein wollte nach dem Ganzen, als es dann wieder mit dem Anwalt war oder im Zuge dessen, wo er gemerkt hat, dass er gerade Voicemails abgeschickt hat, die halt absolut unter aller Sau waren, wo ich dann auch alleine mit dem in der Küche war und dann irgendwie, der halt, das war damals auch so Teil von diesem Auslösern, wieso ich in diesem Video von Nico da so ein bisschen abgefuckt war oder in meinem Video, wo ich da bei Nico war und wir das gedreht haben. Wenn es dann irgendwie um meine Mutter oder meine Schwester und was auch immer geht, ich kann jetzt auch sagen, hey, das waren Momente, da war Karl impulsiv. Und da war Karl irgendwie abgefuckt oder
einfach hat er sich nicht beherrscht. Ich habe auch Momente, wo ich mich nicht beherrsche und scheiße rede und so. Aber da muss man einfach auch verstehen als 19-Jähriger, ich habe dann auch einfach keine Lust mit dem zu arbeiten. Also versteht ihr, für mich irgendwann zerbricht so eine Freundschaft dann halt einfach. Und wisst ihr, und ich könnte jetzt ganz viel und lange darüber reden. Ich könnte jetzt auch viel sagen, also man muss auch fair sein, deswegen, ne, das wird den kompletten Rahmen sprengen. Ich würde jetzt auch viel sagen, wo ich sage, ey, hier war Karl korrekt zu mir und so weiter und so fort. Das war aber alles vor dieser Zeit und das danach war für mich einfach nur, in meinen Augen, taktisches Korrektsein. Das ist genauso wie das hier. Aber ich muss kurz den Punkt fertig machen. Weil hier, er sich hier so ein bisschen als St. Martin gibt, der uns helfen will. Wenn er hätte uns helfen wollen, dann hätte er uns einfach davor angerufen und nicht dieses Video gemacht. Aber okay, ich will kurz auf die Gerichtsverhandlung eingehen. Also, dann habe ich diesen Vertrag gekündigt. Dann gab es halt eine Gerichtsverhandlung. Wieso? Karl und Ralf haben über ihre Firma mich verklagt, dass meine Kündigung nicht rechtens sei. Und ich habe die Jungs verklagt auf das Geld, was sie mir schulden. Okay? Also quasi diese Einnahmen, die sie erzielt haben über mich. Nicht den Teil, den sie bekommen haben, sondern den Teil, der eigentlich mir zugestanden hätte, okay? Und diesen Teil wollte ich quasi vor Gericht einklagen, in erster Instanz. In erster Instanz, also die Kündigung ist rechtens, das heißt, hier wurde mir gerichtlich zugesprochen und also meine Kündigung war rechtens, das heißt, das Gericht hat mir hier Recht gegeben. Jetzt kann man glauben, was man will und Karl kann sagen, was er möchte, das Gericht hat mir Recht gegeben, kannst du schwarz auf weiß zeigen. Zweites ist, ich habe einen Titel bekommen, okay? Gegen die Just Essential. Ich weiß nicht, wie viel das war. Es waren mehr als 100.000 Euro. Ich werde auch gerne mal den Titel in eine Story packen oder wir werden das hier in das Highlight-Video einmal einblenden. Dann seht ihr den Titel. Ich habe einen Titel, ist quasi, das Gericht hat festgestellt, dass Karl und Ralf, also die Firma von Karl und Ralf, mir dieses Geld schulden, okay? Diese über 100.000 Euro. So, jetzt war das Problem aber, dass Karl und Ralf mit dieser Firma nicht nur bei mir Schulden hatten, sondern auch noch bei anderen Leuten. Scheinbar war ich einer der Größten. Und die haben ihre Firma geschäftsführerlos insolvent gehen lassen in Großbritannien. Was sie dort gemacht haben, ist Folgendes. Die sind hergegangen und haben mit einer englischen Limited, ich glaube, zwar die KEA Limited nannte die sich, das kann man auch gerne im Handelsregister angucken, wenn ihr möchtet. Also geht aufs Handelsregister. Könnt ihr einfach auf northdata.de gehen und dann könnt ihr... Postet mal den Link. Rede weiter. Mir geht es nicht um Rip Carly, brauchst du auch gar nicht in den Chat schreiben. Ich will einfach nur, ich hätte auch nie so weit ausgehört und sowas gesagt. Ich will. Für uns wäre die Sache schon längst durch gewesen, aber Karl hat immer wieder... Ich habe nichts davon, wenn Leute auf dem rumhacken. Er hat immer wieder neu das Thema aufgegriffen und wir haben auch einfach nicht verstanden, warum. So, natürlich gibt es ihm Views, aber man kann auch anders irgendwie seine Views machen. So. Also keine Ahnung. Egal, ihr könnt ganz einfach Just Essential GmbH und dann Northdata. Auf Northdata könnt ihr einfach nachvollziehen. Just, sorry, es geht JUST und dann ESSENTIAL ist quasi. Könnt ihr euch den Handelsregister aus dem einfach angucken? Okay, also was ist passiert? Dann haben Karl und Ralf ihre Firma damals verschmolzen, fusioniert mit einer englischen Limited. Okay, die haben die quasi verschmolzen und haben diese Firma dann ist in, ich hier auch weiß nicht genau, aber sinngemäß folgendermaßen: in Großbritannien ist es so, dass wenn du 3 Monate lang eine Firma hast, die keinen Geschäftsführer hat, dann wird die aus dem Handelsregister ausgetragen und für somit quasi, das ist dann, also es ist keine aktive Firma mehr. Was bedeutet das für mich in diesem Fall? Ich habe diesen Titel vom deutschen Gericht, okay, in dem drin steht, dass diese Firma mir Geld schuldet und ich dieses Geld quasi rechtswirksam holen kann von dieser juristischen Person, also von der Firma. Und dann heißt das aber in dem Fall für mich, weil diese Firma jetzt quasi fusioniert hat mit einer englischen Firma, dass ich dieses Geld, auf gut Deutsch gesagt, ich hätte mehr Chancen gehabt, das bei der Queen an der Tür zu holen. Ich hätte dann nach England gehen müssen und dort klagen und bla bla, ich hätte das Geld dort niemals bekommen. Das wären dumme Rechtswege gewesen, ich hätte mehr an Rechtskosten gezahlt, als das Geld dort zu bekommen. Nee, aber kurz gesagt, er ist einfach hergegangen. Moment, fertig? Also, jetzt hat er, jetzt... habe ich dann aber versucht, quasi dieses Geld privat von Karl und Ralf zu bekommen. Verstehst du? Also mit einer Durchschlagshaftung nennt sich das. Das heißt, dass quasi diese Haftungsgrundlage von der GmbH damals übernommen wird von der Privatperson. Das ist juristisch gesehen, das kann jemand, falls jemand von Jura ein bisschen Ahnung hat, der weiß, dass diese Privathaftungsgeschichten sehr, sehr schwierig sind. Eigentlich bräuchtest du schon fast so einen staatsanwaltschaftlichen Tatbestand. Das heißt, der müsste irgendwie Gelder veruntreut haben oder eine Straftat begangen haben. Hier ist das Problem, dass die Staatsanwaltschaft bei sowas nicht so gerne ermittelt und sagen wir es so, ich habe da meine Chance als realistisch gesehen, also später das zu bekommen. In erster Instanz war es einfach nur, man geht hin und versucht das vor Gericht quick and dirty zu bekommen. Das wurde abgeschmettert. Das heißt, Karls Firma schuldet mir laut Gericht das Geld oder seine alte Firma, so mit der wir diese Geschäfte geschlossen haben. Aber Karl als Privatperson, auf ihn wurde die Haftung nicht ausgewiesen. Und das
Und das verkauft er euch jetzt, als er hat gegen mich vor Gericht gewonnen. Ja, ich musste 4.400 Euro Anwaltskosten zahlen, weil ich bei der Privathaftungsgeschichte nicht sofort gewonnen habe. Aber Karl, jetzt mal auch wirklich, ich frage mich, und ich will, es tut mir leid, dass ich an dieser Stelle ein bisschen unsachlich werde, aber ich frage mich, also wieso nicht diese Differenziertheit? Also warum diese ganzen Sachen unter den Teppich kehren? Jetzt muss ich kommen und das aufwendig euch allen erklären, damit du dann später sagst, irgendwie, was, keine Ahnung, ich habe gelogen oder irgendwas. Ich kann das auch gerne alles zeigen. Ich finde es wirklich sehr mühselig, weil Lügen setzt du ganz, ganz schnell in die Welt. Aber die Wahrheit nachvollziehbar einfach mit Beweisen zu hinterlegen, das ist nicht so leicht. Und es ist wirklich nervig. Wirklich, sorry für diesen Monolog, aber es musste raus. Ja, alles gut. Hat man das alles verstanden? Ja, genau. War es nachvollziehbar? Chat, habt ihr verstanden, was da passiert ist mit dem Gerichtsfall? Okay, gut. So, das zu dem Thema. Machen wir mal weiter, oder? Ganz kurz eine Sache, die ich noch dazu sagen wollte, ist, was bei Karl mir manchmal halt auffällt, ist, Karl ist oft trifft er halt Aussagen über Fehler von anderen oder Dinge, die andere machen. Aber manchmal habe ich das Gefühl, Karl ist nicht selbst reflektiert genug oder er reflektiert selber nicht genug, dass der Fehler vielleicht auch einfach mal manchmal bei ihm liegen könnte. Genau. Zumindest sieht man in seinen Videos eigentlich so gut wie nie was davon, dass er zum Beispiel sagt, ja, das und das hätte vielleicht auch daran liegen können oder Nick wollte vielleicht keine Firma mit mir machen, weil ich in der Zeit mich vielleicht so und so verhalten habe. Und das ist halt ein bisschen, finde ich halt einfach so ein bisschen menschlich schade. Aber okay. Und ich habe auch gar kein Problem in diesem Zuge zu sagen, Alter, dass der Typ uns damals geholfen hat, als wir jung waren, uns einen Traum gezeigt hat, den man tatsächlich leben kann, mit diesen Dingen Geld zu verdienen und so. Ich will jetzt gar nicht so einen machen, auf wer weiß, ob es jetzt mit anderen Sachen so gekommen wäre. Ich weiß es nicht. Ich bin da auch dankbar für. Aber bei Lügen wirklich habe ich null Toleranzpolitik. Genau. Wirklich null. 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 Ja, das Rumgelüge ist halt einfach unnötig. Okay. Wir machen Wader. Das also auch mal dazu. Die Sachen kann ich auch offenlegen, gar kein Problem. Aber die haben diese Gesellschaft gegründet mit einem Dilip Peutsch. So werde ich ihn jetzt mal nennen. Und der Tim und ich, wir saßen vor circa 5 Jahren in der Sauna. Dann hat er mir erzählt von diesem Dilip, ja, und hat gesagt, du Karl, schau her, ich kenne da jemanden in Stuttgart, der ist richtig krass unterwegs, der ist der Geschäftsführer und auch Gesellschafter vom Air Club. Und der Typ, der ist richtig brutal, Mann, der macht mit Leuten Business und macht dann so krasse Gesellschafter, Konstrukte und Knebelverträge, dass er dann die Leute hinterher abzockt und die Leute aus ihren eigenen Firmen raus ekelt. Also no front an deine Vergangenheit, okay? Du warst vielleicht jung, aber du bist kein absoluter Vollidiot, oder? Hey, ja, das ist auch so ein Bild, was hier gezeichnet wird. Ich verstehe, es kommt Karl voll gelegen, jetzt in dieser Situation, wo wir uns nicht äußern können, irgendeine Geschichte aufzutischen. Die auch, by the way, nicht stimmt. Also diese ganzen Schlussfolgerungen, die er zu unserer derzeitigen Situation trifft, die sind vollkommen falsch. Da können wir auch später kurz einmal dazu kommen. Die Saunageschichte, die hat so nie stattgefunden. Ich war mit Karl manchmal in der Sauna, ja. Auch da habe ich dann die Rechtfertigungsgrundlage für diese Penispumpen-Geschichten dann auch gesehen und nachvollziehen können. Aber auch no front an dieser Stelle, null. Damit geht ja auch offen um. Aber also für wie dumm hältst du mich denn überhaupt? Digga, alles gut, bleib locker. Scheiß mal auf locker bleiben, ich finde das so dreist. Nein, aber ich war mit dem in der Sauna und ich soll ihm jetzt erzählt haben, dass ich dann 5 Jahre lang mit... Also ganz ehrlich, wenn du wirklich so dumm wärst und so gesagt hättest, jo, da ist jemand, der erzählt dir, wie er andere Leute betrügt und du würdest dann mit dem zusammenarbeiten, obwohl du weißt, dass er andere Leute betrügt und wunderst dich darüber, dass er dich dann selber betrügen würde, dann wärst du ein absoluter Idiot. Also mal so das Offensichtliche ist... Alicia, also, du bist eine Mitarbeiterin hier von uns. Keine Ahnung. Die jetzt, seit wann bist du hier, seit wann arbeitest du hier? Und da ist auch mein kleiner Bruder, der da sitzt. Wie lang arbeitest du hier? Über ein Jahr. Hast du das von mir oder von Nico irgendwann mal gehört, irgendwelche Äußerungen in diese Richtung oder von irgendwelchen anderen Mitarbeitern, dass wir so etwas mal gesagt haben könnten in der Vergangenheit? Tatsächlich nicht. Nein. Okay. Also mehr... Jetzt kommt aber nach der Sauna-Geschichte kommt noch der eigentlich der lustigere Part. Können wir uns jetzt gerne mal kurz angucken. War's so, oder? Genau so hat er es gesagt, genau so. Und jetzt wurde der Tim selber von ihm rausgeekelt. Das heißt also, Zeuge. Er hat ihn so angeguckt, als wäre er Zeuge von diesem Saunascheiß, von diesem Saunamärchen, Alter. Deswegen hat er auch nichts dazu gesagt. Also, ganz kurz, ich weiß nicht, ob ich mit ihm über diese Person gesprochen habe in der Sauna, aber definitiv, also ich müsste Dinge gesagt haben, von denen ich keine Ahnung hätte und ich auch jetzt nicht mal wüsste, ob sie stimmen. 5 Jahren gesagt, dass der Typ
Gesellschaftskonstrukte baut, um Leute abzuzocken. Und dann hat er hinter meinem Rücken mit dem Nico und mit dem Typen zusammen eine Gesellschaft gemacht. Und jetzt war er so überrascht davon, dass genau der Typ ihn abgezockt hat. Das wäre so, wie wenn ich hier zum Beispiel 5 Jahre lang erzähle, die Frau ist eine Fremdgeherin. Dann heirate ich sie und dann nach 3 Jahren bin ich voll schockiert. Hey, die geht mir ja fremd! Dieses Leuchten in seinen Augen killt mich jedes Mal. Funny, das ungefähr zum 10. Mal gesehen. Funny Side Fact, dass Karl uns damals selber erzählt hat, dass er seine jetzige Freundin durch Fremdgehen ergattert hat. Also sehr, sehr paradox. Ich möchte nicht sagen, dass es sich tatsächlich so ereignet hat, aber er hat vor uns damals tatsächlich angegeben, dass er mit dem Ferrari seine derzeitige Freundin abgeholt hat und sie zu diesem Zeitpunkt noch einen Freund hatte. Genau. Aber es ist auch wieder so eine Sache von Karl, das war auch damals so, es war auch unter Ralf und uns allen so, man hat es nie so ganz ernst genommen, was Karl alles gesagt hat immer, weil Karl, also ich rede ja viel, aber ich versuche immer zumindest bei der Wahrheit zu bleiben und Karl hat halt immer so ein bisschen eine lebhafte Fantasie. Völlig egal, ob das jetzt stimmt oder nicht. So. Aber es ist witzig, weil dieses Beispiel, also er hat sich damit vor halt, 5 Jahren hat er angegeben es damit. Es ist weird, dass er das als Beispiel genommen hat, aber ja, okay. Ich habe genau das gleiche Beispiel gedacht. Und ich habe den Tim am Anfang, so lang aufgebaut, ohne einen Cent zu nehmen. Ich habe sogar seine Personal Training Kunden für ihn teilweise gemacht, die Pläne geschrieben, alles gemacht und habe ihm das Geld gegeben. Also ich habe ihn den Tim. Also das mit diesen Trainings, das stimmt. Ich glaube, das waren insgesamt 20.000 Euro die oder so, die ich gemacht habe. Die habe ich auch voll bekommen, das stimmt. Aber, also ich will jetzt nicht zuerst mit einem Aber kommen. Nur damit man das mal weiß, was da passiert ist. Also ich hatte damals recht wenig Ahnung von dem ganzen Ding. Ich bin vom Abi gekommen. Dann hat er mir mal gezeigt, wie sein Workflow so ist mit diesen ganzen Sachen. Habe das quasi übernommen. Er hat es mir gezeigt, dann habe ich das mit ihm ein paar Mal gemacht und habe so Geld verdient und ich fand es auch ultra korrekt von ihm. Das waren, wie gesagt, in Summe irgendwie 20.000 Euro oder so, die ich gemacht habe. Dann später hat der Ralf da auch einige Sachen verdattelt. Ich wollte das Ding geschlossen, weil ich hatte keine Zeit mehr, sowas zu bearbeiten. Dann waren super viele unzufriedene Leute dort, weil Ralf quasi Leute reingelassen hat und quasi Verkäufe getätigt hat, ohne dass ich die bearbeiten konnte und so. Aber das war eine korrekte Sache, das sage ich auch gar nicht. Aber das ist jetzt auch wieder so, das waren halt bei den ersten 3 bis 5 Kunden wurde das halt einmal vom Karl quasi begleitet und danach war es halt alles vor, wie soll ich sagen, also habe ich alles halt selber gemacht. Und ja, also ich weiß nicht, das ist für mich so dieses, eine Sache, auf eine Ebene, auf die ich mich nicht so gerne heruntergeben möchte tatsächlich, weil das ist so dieses, welchen Gefallen habe ich dir getan? Guckt euch meine alten Videos beispielsweise an. Wenn wir mal jetzt auf ein altes YouTube-Video von mir gehen, erinnerst du dich die Wasserzeichen? Und schreibt mal bitte eins in den Chat, wenn ihr euch erinnert an diese alten Wasserzeichen von mir, wo immer drin stand karls.com und Der ist so ein einzelnen Chat-Typ. Ja, ist doch so, aber schreibt mal bitte rein, wenn ihr euch erinnert dran. Und oben rechts war quasi der Link von Karls Programm. Ich habe keinen Cent davon bekommen. Und das sind auch wieder so Sachen, wo er sagt, er hat irgendwie Geld an mir verloren, kaputt gemacht. What the fuck, du hast extrem viel Geld verdient mit mir. Und das war eine Win-Win-Situation. Aber das so zu tun, als wäre ich jetzt derjenige, der irgendwie nur von ihm profitiert hätte, das ist so eine überzogene und falsche Darstellung der Realität, wo ich einfach nur von euch, also jeder da draußen kann sich selber ein Bild davon machen, aber ich bitte euch, aber wir können gerne weitermachen. Wie gesagt, er hat mir geholfen, danach habe ich es selber gemacht, aber auch an sehr, sehr vielen Stellen, Karl, ich will es nicht aufzählen, was ich alles für dich getan habe. Ja, unterm Strich, so für mich ist da niemandem irgendwie was schuldig, Digga. Also, abgesehen von der... Alter, wie fett hat er sich die Kassen mit der Boss-Trafo damals voll gemacht und... Also ich kenne Kolle seit 7 Jahren und ich bin super, super korrekter Typ. Der ist nicht wegen Karl gekommen und hat dieses Ding gemacht, sondern weil er mir damals vertraut hat und nicht Karl. Also ich habe daran damals keinen Cent verdient. Und ist auch okay. Investiert. Ich habe am Tim Gabel Minus gemacht, Leute. Ich kann es nicht mehr hören. Ich habe es gerade schon beantwortet. Ich kann es nicht mehr hören. Oder hat jemand eine Frage noch dazu? Oder also, Chat irgendjemand? Ich glaube auch, dass es nicht stimmt, dass er Minus an dir gemacht hat. Also, der ist auch vor Gericht, da wäre Thomas leider dabei gewesen, wäre das witzig gewesen. Der hat sofort dem Richter so vorgerechnet, dass ich ihm irgendwie Millionen schulde und so. Der Richter hat ihn auch konfus angeguckt und hat gesagt, der soll doch einfach hier Beweise bringen und so weiter und so fort, dass ihm das nicht ersichtlich ist. Und das war ganz komisch, Alter. Karl lebt da wirklich teilweise in seiner eigenen Realität und das finde ich einfach schade und es nervt mich auch. Ich habe gar keine Lust auf sowas zu antworten, großartig. Oh, also. Ja.
für den Jungen alles getan, was man tun kann. Wann haben wir den Nico das letzte Mal gesehen? Das war vor ein paar Monaten, da hatten wir ein Juicery-Event. Da haben wir im Jazzhotel übernachtet, bei Millionär, und da hat er ja zu dem Zeitpunkt noch dort gewohnt. Da sind wir uns zufällig über den Weg gelaufen unten. Ganz genau so war's. Wir sind uns vor circa einem halben Jahr über den Weg gelaufen, per Zufall. Ich habe mit Nico keinen Kontakt mehr. Das stimmt. Bis dahin das stimmt, genau. Das stimmt. Wir sind uns über den Weg gelaufen und er hat mich gefragt, hey, wie ist so der GTC, bla bla bla, bisschen so über Autos geredet, ganz kurz. Und dann hat er noch ein bisschen wissen wollen, du, wie schaut es denn aus mit digitalen Produkten, mit Consulting und so weiter. Also stimmt tatsächlich auch. Ich habe ihn gefragt, was er zurzeit so für digitale Infoprodukte macht. Weiter. In einem anderen Video hatte er mal erzählt, dass ich ihn gefragt habe, ob man mit Social Media Marketing Geld verdienen kann. Der war nicht schlecht. Das war auch mit dieser FIBO-Story. Hat er auch einmal erzählt, dass ich irgendwie auf der FIBO zu ihm gekommen bin und ihm irgendwie so brüderlich High Five gegeben habe und so. Der ist auch so voll, Alter. Also bei diesen Treffen, wo man irgendwie zufällig trifft und er so komplett... Das ist krass, was für Märchen der daraus entwickelt. So ein paar Business-Fragen. Und dann meinte ich zu ihm, du hast einen Betrüger an Bord. Das ist halt nie gefallen. Ich habe ihn gefragt. Vor allem, wieso hat er es nicht das letzte Mal gesagt, als er schon von eurem Encounter gesprochen hat, wenn er so einen auf Nostradamus macht? Ich habe keine Ahnung. Ich war halt unten, bei mir unten an der Cloud. Ich frage ihn, yo, Digga, was geht ab? Dies, das. Ich fand es halt irgendwie so komisch, dass er da stand. Aber ich so, yo, was geht ab? Ich muss ihn auch nicht ignorieren. Haben kurz gelabert, dann habe ich ihn gefragt, jo, was macht ihr gerade so und wie sieht's aus, was macht ihr für Online-Infoprodukte? Da hat er mir erzählt, die machen irgendwelche Online-Infoprodukte für Piloten oder sowas in der Richtung. Ich so, okay, interessant, so, dann kann man den Pilotenschein irgendwie für weniger Geld machen, weil man dann dort schon irgendwie mega viel Knowledge mitnimmt, irgend sowas. Und ja, das war unser Gespräch. Weil so ein Offline-Programm quasi auslagern auf Online, das kannst du ja mit Förster und so weiter auch, also es gibt viele so, wie Fitness. Jedenfalls, das war unser Gespräch, danach bin ich durchgezogen und das mit, jo, ihr habt einen Betrüger an Bord, also... Daran kann ich mich nicht erinnern. Weiß ich. Verstehe ich. Also, vielleicht habe ich auch einfach weggehört. Egal. Aber auch wenn man sich so der Sache so sicher ist, wieso hat man es denn nicht dann gesagt damals in diesem Video, wo er schon einmal von diesem Treffen erzählt hat und ja. Keine Ahnung. Egal. Gucken wir weiter. Dass die auch mich brutalst abgescammt haben. Das Fitnessprogramm, was ich mit dem Tim gemacht habe, was ich mit ihm gemeinsam verkaufen wollte, wurde runtergeladen, auf eine andere Webseite hochgeladen und dann von dort an mir vorbei verkauft, obwohl ich es mit ihm gemeinsam konzipiert habe. Ganz kurz, du darfst gleich zu dem Fitnessprogramm was sagen. Ja? Ich möchte ganz kurz mal eine Frage stellen, wo ich denn den Karl brutalst abgescammt haben soll. Also was habe ich denn gemacht, wo ich den Karl jetzt irgendwie abgescampt habe? Ich verstehe nicht, wir hatten nie einen laufenden Vertrag, wir hatten nie irgendwas, eine gemeinsame Firma oder sonst was. Ich habe ihn damals gut promoted über meine Videos. Ich glaube, Karl hat einiges an Reichweite, ich weiß nicht, Chat, wie ihr das seht, vielleicht sehe ich das falsch, aber ich glaube, Karl hat damals einiges an Reichweite durch mich und meine Videos dazu bekommen. Ich glaube, Karl hat mit seinem 360-Grad-Programm sehr davon profitiert, dass ich das beworben habe. Es war auch ein Win-Win-Ding, bin ich ganz ehrlich, für mich war das auch super. Aber hast du Affiliate-Kohle jemals bekommen? Die Affiliate-Kohle? Ich weiß es ehrlich gesagt gerade gar nicht. Aber ich weiß es nicht, Digga. Gut. Frag mal. Aber ich glaube schon. Okay. Ich bin mir aber nicht mehr sicher. Aber, also keine Ahnung, es hätte, glaube ich, ein härteres Loch hinterlassen, hätte ich sie nicht bekommen. Ja, ich weiß nur, dass es damals halt hieß, wir zahlen es dir halt nur aus, wenn du eine Firma mit uns machst. Und du hast halt denen die Kassen voll gemacht. Und das war halt, ja, keine Ahnung. Genau. Ist jetzt scheiße. Wie dem auch sei, ich verstehe nicht, wo das Karl sagt, die Boys haben mich abgescammt. Ich weiß nicht, wo ich Karl abgescampt haben soll. Keine, ich finde, guck mal, also bevor ich jetzt auf dieses Fitnessprogramm-Ding zurückkomme, ich finde eine Sache ganz, ganz schwierig, und das ist, dass in keinem Zuge differenziert auch gesagt wird, er hatte damals GA. Für GA habe ich, was hast du für einen Vertrag gehabt mit GA, wie viel Geld hast du dort bekommen, was hast du für Werbung gemacht? Ey, wir haben so viel Werbung für das Zeug gemacht, für am Anfang auch, hey, das neue Unternehmen, wir supporten, wir wollen nichts, bla bla bla. Und dann auch für wirklich sehr, sehr wenig Geld Werbung gemacht, weil wir das auch gefeiert haben, weil wir wollten, dass das Ding big wird, weil wir es auch übel gefühlt haben und das, ich will da, mir geht es da null um die Kohle, aber wie viel, und das könnt ihr als Zuschauer nachvollziehen, diese ganze Crew auch dazu beigetragen hat, dass Karl vielleicht sich als Schirmherr von dem Ganzen inszeniert hat, okay, aber fragt euch bitte eine ganz entscheidende Sache nach dem ganzen Ding. Jeder hat es erlebt, was da passiert ist, und ich finde, jeder hat seinen Teil dazu beigetragen. Es war für mich eine große Win-Win-Situation für jeden und alle. Und man hat gesehen, wer mit wem klarkam und wer mit wem besser und schlechter klarkam und so weiter und so fort. Aber eine Sache ist danach passiert. Alle sind weg von Karl. Und jetzt kommt er mit der paranoiden Geschichte, alle sind weg von Karl, weil die Öffentlichkeit und alle sind Fotzen und 31er und so. Oder
Und es waren ja auch nicht nur Leute in der Öffentlichkeit, Karl. Warum hast du keinen GA mit hier mehr? Und ich sag's, und das sage ich ganz, ganz ehrlich, das ist das allerletzte Video, was ich jemals machen würde. Und es ist, wenn es mir komplett auf den Sack geht und mir der Kragen platzt, dann lade ich jeden Menschen ein, den du in deinem Leben abgezockt hast und werde mit dem Video machen. Und davon rehabilitierst du dich nicht mehr. Und das will ich nicht. Ich will, dass du einfach nur ein korrekter Typ bist, ein bisschen Reue zeigst. Und weil du, in dir steckt sehr viel Potenzial, Karl. Damals, vor dieser ganzen Zeit, bevor du größenwahnsinnig geworden bist, das ganze Ding mit dem Veganer-Sein war top. Das mit der Fitness war top. Digga, du hast Leuten Träume gezeigt, die sie davor jenseits ihrer Vorstellungskraft hat waren. Hat übelst viele gute... Karl hat damals echt viele gute Sachen gemacht. Und das ist nicht so ein Kack, den ich jetzt hier sage, ich sag irgendwas Gutes, damit ich was Schlechtes sagen kann. Ich meine es vollkommen ernst. Du hast damals wirklich gute Sachen gemacht und ich hab das komplett gefühlt, was du getan hast und das auch dir geglaubt. Aber ab dem Punkt... Und das ist das, was ich immer gehofft habe nach der Kacke mit mir. Ich habe gehofft, das ist eine Phase. Im Endeffekt geht es darum, es ist halt einfach ein bisschen komisch, dass die Leute, die mit Karl zusammengearbeitet haben, extrem viele Geschäftspartner, mit denen er gemeinsame Businesses hatte, haben sich von ihm abgewandt, haben auf einmal Stress mit ihm bekommen, waren auf einmal nicht mehr gut auf ihn zu sprechen oder wie auch immer. Und es ist halt immer mit Karl gewesen. Und da ist halt die Frage, liegt es an den ganzen Geschäftspartnern oder liegt es an Karl? Und hier gebe ich nur zwei Vergleiche. Und das ist jetzt, das ist kein Beweis. Das ist für mich aber nur ein Indiz. Wir haben einmal Karl und alle Leute, das kann auch gerne irgendjemand in die Kommentare schreiben, wo sie sich melden. Ich habe auch viele Praktikanten, also was heißt viele, aber ich habe zwei Leute kennengelernt, die irgendwie so Videozeug und Praktikantenzeug bei Karl gemacht haben. Und Karls und Ralfs damals... Geschichten waren immer, ja, jetzt musst hasseln und danach, wenn die große Kohle kommt, dann kriegst du das, so dieses Rosinenspiel, ja? Das habe ich schon so oft gehört. Ja, genau, und dann halt irgendwann haben diese Jungs halt gemerkt, dass sie ausgebeutet worden sind und sind dann gegangen. Aber das ist jetzt auch deren Geschichte, ne? Muss jetzt auch natürlich fairerweise sagen, dass Karl sich auch dazu äußern müsste und man das, wie auch immer. Aber ich kenne es jetzt auch von GA, ich weiß, wie GA zugrunde gegangen ist und wie das, was da alles passiert ist hinter den Kulissen. Und Karl, du weißt selber, was da passiert ist und Ralf auch. Bei der Koro eine ähnliche Sache. Das sind alle, ich will jetzt hier auch nicht so viel Name-Dropping machen und das jetzt so legitimieren über diese Sachen, aber Karl, guck mal, ich habe in meiner geschäftlichen Vergangenheit, habe ich mich von dir getrennt und jüngst von dieser Person, mit der ich da Geschäfte gemacht habe. Sonst noch nie. Und das war, nachdem wirklich schwere Vertrauensbrüche passiert sind. Und nicht, weil ich es irgendwie lustig fand oder irgendwo anders rumhuren wollte. Ich habe 5 oder 6 Jahre Geschäftshistorie jetzt mit Nico hinter mir. Und Nico kennt alle Bücher. Wir haben uns um keinen Cent jemals irgendwie abgezockt oder so. Das jemandem vorzuwerfen, das ist einfach nur ekelhaft. Weil das ist eine Sache, auf die ich wirklich ganz großen Wert lege. Egal, ob es in der Öffentlichkeit ist oder privat ist. Und jeder, der mich kennt, der weiß das. Und bei Nico ist das genauso. Und ja, wegen dem Fitnessprogramm muss man an dieser Stelle sagen. Also, am Anfang hat mir Karl da sehr viel Support zugesichert, dass wir quasi mit dem 360-Grad-Programm und meinem Ding, das quasi, dass ich da quasi so mein Programm davon ableite und abwandle, dann haben wir das gemacht, zusammen geguckt, dies und das und so. Da war zu seiner Zeit auch Karl gar nicht schlecht so mit diesen ganzen Geschichten. Aber das war dann auch wieder so eine Sache, wo es dann halt war, und das weißt du auch, Karl, da bist du aus Vegas zurückgekommen und hast du halt dort gepennt und ich durfte halt solche in die Wohnung, euer Whiteboard benutzen und hab halt dann im Endeffekt die Videos selber gemacht, ja. Das weiß ich noch. Du warst doch da. Ich bin jeden Morgen dahin, ich bin teilweise hin zurückgelaufen, weil ich so lange dort war, dass keine Bahn mehr gefahren ist und ich kein Auto hatte. Also du weißt nicht, ob du... Ja, jedenfalls, das dann gedreht, dann habt ihr davon 45% bekommen damals und ich habe dann nochmal dem Omar 5% gegeben, damit der Website-Texte macht, die Videos schneidet und mich quasi beim Drehen unterstützt, weil ihr mir das zugesichert habt, aber damals dann, glaube ich, das Programm von Mischa kam und mit Mischa ist halt kein dummer Kerl und der hat sich sofort sagen lassen, ey Ralf, ihr habt hier Dinge zu tun und mich habt ihr halt auch abgefrühstückt mit, ja, mach das einfach und du musst warten und wir haben jetzt wichtigere Dinge zu tun und so. Und jemand, der von dir 45% nimmt, das ist immer mit einer Leistung verknüpft. Wisst ihr Leute, das ist ganz, ganz wichtig. Ihr kriegt bedingungslos kein Geld auf dieser Welt und ihr müsst immer etwas tun. Und das war auch der springende Punkt, warum ich mich dann mit den Jungs zerstritten habe, ist, weil ich gesagt habe, auch da habe ich euch angeboten, Karl, ich habe dir angeboten, ihr könnt weiterhin Geld von dem Programm haben. Aber du warst dann so auch in der Küche, nicht? Erinnerst du dich hoffentlich noch dran? Als du gesagt hast, du schneidest mir das komplette Geld ab, ihr zahlt mir nichts mehr aus, damit ich mir keinen Anwalt leisten kann, damit ich von meinem Trip runterkomme. Und dass ich nach zweimaligem Kommen und sagen, ich will über diese Sachen nochmal reden, weil du wolltest pauschal diese ganzen Prozentsätze, diese 45%, glaube ich, waren es, von allem haben, egal, wenn ich jetzt was mit einem Dritten mache, wenn ich jetzt zum Beispiel mit einem dritten Management etwas mache, ich drücke zum Beispiel an die 30 ab, und ihr seid gar nicht gewillt, zum Beispiel die Kosten dann zu teilen. Und dann bin ich jetzt derjenige, der 20% kriegt an seinem eigenen Scheiß. Also, Freunde, das ist Schwachsinn. Und dass ihr nicht mal bereit wart, dazu zu reden, dass ihr immer noch Sachen kriegt, wo ihr nichts macht,
und mehr bei dem Ding, wo ihr was macht und dass ich mit euch auch so reden kann, dass ich euch in die Bringschuld hole. Jungs, ihr habt Erstverhandlungsrecht, ich rede mit euch, wenn ich eine neue Sache machen will und ihr kriegt dann auch eure fairen Prozente dran, aber ich bin frei. Und ihr könnt nicht machen, was ihr wollt. Ich will nur wegen dem Fitnessprogramm sagen, hier, wir haben es runtergezogen dann. Ja, ihr habt die aber auch ein Jahr lang weiterverkauft, Karl. Ihr habt mein Fitnessprogramm ein Jahr lang weiterverkauft und ich habe davon keinen Cent bekommen. Also tu doch nicht so, als wärst du jetzt unschuldig und ich schulde dir Geld und ich habe dich gekostet und so. Ihr habt das ein Jahr lang weiter betrieben und das Geld einkassiert, wo das Gericht dann auch gesagt hat, das ist eigentlich Geld, was mir zusteht. Also halblang, bitte. Dass es eine 50-50-Abmachung gab, wurde alles missachtet. Und ich will auch endlich, dass alle Leute mal checken, dass ich von hinten abgestochen würde, von meinen eigenen Jungs, die ich hochgezogen habe, durch dritte Parteien, und dass ich in Deutschland durch den Dreck gezogen würde, obwohl ich eigentlich nur für alle Parteien immer alles Gute wollte. Klar, ich habe ein paar Fehler gemacht. Und diese Aussage von Karl, finde ich halt, die kommt halt einfach zu kurz. Dass er jetzt diese gezwungene Reflexion jetzt am Ende noch hinbringt, ich habe vielleicht ein paar Fehler gemacht, dann sag doch mal bitte, wo deine Fehler sind. Sag doch in dem Moment, wo du einen Fehler von dir siehst, und geh mal intensiver auf den Fehler ein, damit du wenigstens menschlich und in der Diskussion einfach greifbar bist. Weil wenn du die ganze Zeit solche Sachen raushaust und dann am Ende dazu sagst, jo, ich habe halt vielleicht ein paar Fehler gemacht, dann kann niemand greifen, wo du vielleicht deinen Fehler siehst und wo du vielleicht denkst, dass du was falsch gemacht hast, Digga. Das ist doch, keine Ahnung, man kann so einfach nicht menschlich miteinander reden, sag ich dir ganz ehrlich. Ich hätte so viel Respekt vor dir, Karl, wenn du einfach deine Fehler ganz klar betiteln könntest und auch einfach daraus gelernt hättest, Alter. Einfach nur daraus gelernt hättest. Ich fände das einfach extrem stark. Und das hätte ich mir auch gewünscht, weil, das habe ich vorhin auch ernst gemeint, du hättest echt das Potenzial gehabt, ordentliche Dinge zu tun. Und mittlerweile, ich habe das Gefühl, du beschäftigst dich leider nur oberflächlich mit Dingen und das Einzige, was zählt, ist Geld und diese ganze Scheiß Sachen mal auf dieses 100-Millionen-Business, das du da am Ende noch angesprochen hast, dass wir jetzt alle Multimillionäre sein können, Digga. Wir könnten jetzt alle cool miteinander sein und das wäre viel wichtiger, aber da wird halt mal wieder nur aufs Geld gekommen. Ich muss aber auch an dieser Stelle ganz klar sagen, Karl, und das meine ich überhaupt nicht böse, aber so wie ich dich im Internet sehe und so wie ich dich kennengelernt habe die letzte Zeit, ich habe absolut gar kein Interesse, mit dir irgendwas zu tun, auch in irgendeiner Art und Weise mit dir in Verbindung zu stehen. Also wirklich absolut gar kein Interesse. Und ich weiß nicht, kommt da noch sein Business? Ich habe das alles so geschnitten, dass wir das noch sagen können. Also. Okay. Ich habe ein paar blöde Sachen gemacht, aber so wie ich durch den Dreck gezogen war, standen keine Verhältnisse. Also ich wünsche euch das Beste. Ich wünsche euch das Beste. Ich biete euch sogar an, dass ich euch einen richtigen Anwalt besorge, weil das, was ihr da gehabt habt, Leute, das waren total Aufbläser. Also eure Anwälte, all eure Leute, euer ganzes Team, Leute. Jetzt, ich sag das nicht schadenfroh, ich sag das wirklich von jemandem, der jetzt x Unternehmen aufgebaut hat. Und ich habe diese Fehler von euch ja schon hinter mir. Und deswegen habe ich jetzt richtige Anwälte. Aber das, was ihr da habt, es ist ein zusammengewürfelter Haufen. Ruft mich gerne an. Von mir aus könnt ihr auch den Kontakt aufnehmen über den Justin, über euren Kumpel. Ja, der hat meine Nummer, wäre jetzt zu viel gesagt, aber ich glaube, der hat mein Instagram hat er auf jeden Fall. Ah, das hab ich nicht. Und ich würde nach all dem, was passiert ist, Leute, euch sogar noch meine Anwälte zur Verfügung stellen. Und das ist der Punkt, der mich sehr getriggert hat, vor allem in den Kommentaren. Ja. Wisst ihr, Das ist der klassische, ich probiere mich als Ehrenmann zu positionieren. Das ist ja St. Martin Move. So, wisst ihr, hätte Karl uns wirklich helfen wollen, hätte Karl wirklich gewollt, dass es uns, oder dass ihm wirklich an unserem Problem was am Herzen liegt, dann hätte er doch kein Video darüber gemacht, dann wäre er einfach hergegangen, hätte auf Instagram geschrieben oder hätte irgendwie probiert, unsere Nummer zu bekommen, um uns zu kontaktieren und dann zu sagen, hey Jungs, ich habe gesehen, ihr habt Probleme, habt ihr vielleicht, kann ich euch vielleicht irgendwie Hilfe anbieten? Aber über ein Video sich zu positionieren, als würde man jetzt krass gerne helfen wollen, Digga, also das finde ich echt sehr, sehr schwach, Digga. Die erste Hilfe, Karl, die du leisten könntest, ist zum Beispiel die Summe zahlen, die damals vom Gericht festgestellt worden ist, die mir die Just Essential zahlt, die ihr dann auch geschäftsführerlos insolvent gehen lassen habt in UK. Das würde sehr helfen, wenn ihr uns dieses Geld zahlen würdet, das ihr uns schuldet. Ja? Also das wäre auf jeden Fall wirklich eine Hilfe. Das Zweite, was Karl mit diesem Video machen will, er nutzt diese Situation aus, weil er weiß jetzt zum Beispiel ich habe jetzt eher so dieses, was machst du? Genau. Guck ganz kurz mal, wie viele Views das Video hat. Das Video hat nämlich zum aktuellen Stand 551.000 Views. Gucken wir mal ganz kurz, wie viele Views Karl sonst so macht. So, Leute! Ja, 20.000, 16.000, 12.000. Ich würde auf jeden Fall sagen,
den einen oder Banger mit 4000. Den ein oder anderen View hat er hier auf jeden Fall auf unseren Nacken gemacht. Okay. Also der Grund ist, wieso dieses Video jetzt macht, ist erstmal, er weiß, wir sind ohnmächtig und wir können uns nicht äußern zur derzeitigen Situation. So, das heißt, wir können euch keine Geschichte geben, was bei uns jetzt tatsächlich abgelaufen ist. Er lässt das Video bewerben. Dani, ernsthaft? Er lässt es bewerben. Dani weiß ja, wo er arbeitet, in welcher Branche, ne? Ja, ja. Okay, lässt er das wirklich bewerben? Also, schaltet er da ernsthaft? Wenn Dani das sagt, dann wird es wahrscheinlich schon sein. Also, da sieht man ja auch, wie viel Kalkül dahinter steckt. Das ist geplant. Mhm. So. Aber, guck mal, wir können euch keine Geschichte geben, ihr wollt wissen, was abgeht bei uns, und dann liefert euch Karl eine pseudoplausible Geschichte, in der er erstmal komplett falsche Schlussfolgerungen von Fakten zieht, die für jeden einsichtlich sind. Das ist so, also an dieser Stelle, Karl, wirklich, manchmal solltest du vielleicht mehr Zeit damit verbringen, dass man, also ich werde jetzt nicht werten, das ist scheiße von mir, aber Freunde, Karl, du bist Business Coach und du, sagst, dass du genau. unternehmerische Ratschläge geben kannst und ihr beiden seid dann nicht in der Lage dazu, nichts gegen Ewald. Ich war in der Vergangenheit nicht korrekt zu ihm bei dieser Autohergabe. Sorry, an dieser Stelle, das meine ich ernst. Das tut gegen mir leid. Ewald kann ich auch nicht sagen. Kann ich nicht sagen. Negativ aufgefallen. Ich habe ihn nur böse angeguckt und so, weil ich halt einfach nur auf Karl extrem abgefuckt war und ich halt dachte so, Alter, warum chillt der mit dem? Aber ist okay. Also, ne, no bad blood gegen Ewald an dieser Stelle. Ne, also der hat nie irgendwas Unkorrektes in meine Richtung getan. Deswegen an dieser Stelle bitte nicht falsch auffassen, aber Karl und Ewald, es ist im Handelsregister einsehbar. Das heißt, du kannst ganz einfach gucken, auch für euch alle, ihr könnt gucken in unserer Firma, wie ist das Gesellschafterkonstrukt. Außer wir hätten irgendwelche wilden Treuhandverhältnisse, die wir hatten bis 2018, also ich glaube zwei Jahre lang, kann jeder sehen, wer wie viele Anteile in unserer Firma hat. Das kann jeder sehen. Und diese komischen Sachen mit Holding und wir haben irgendeinen Rechtsstreit verloren oder so. Hä? Ein Blick ins Handelsregister, und ich will jetzt gar nicht weiter über die Story reden, aber ein Blick ins Handelsregister, Karl, reicht und du weißt ganz genau, was Sache ist. Mehr braucht man dazu auch gar nicht sagen. Und wenn zwei Leute 50% von der Firma haben, dann ist man bei 100% und dann ist die Sache auch gegessen. Das kann auch jeder angucken. Und wenn ihr nicht dazu in der Lage seid, Geschäftsführer von Berater zu trennen und richtig aus dem Handelsregister abzulesen, dann frage ich mich, wofür du Rechnungen in einem Businessbereich stellen willst. Wirklich, also das ist... Also, keine Ahnung, Alter. Okay, also ganz kurz, generell zu dem Video kann ich nur sagen, Leute, es sind sehr, sehr viele Sachen, wo einfach Aussage gegen Aussage steht. Am Ende des Tages finde ich es blöd, dass das ganze Thema einfach in die Öffentlichkeit gekommen ist, weil ganz ehrlich, das ist eine Sache, die findet statt zwischen Karl, zwischen Tim, zwischen mir, vielleicht noch zwischen Ralf oder irgendwelchen anderen Geschäftsführern, sonst eigentlich zwischen niemandem. Deswegen macht es eigentlich gar keinen Sinn, dass es so in die Öffentlichkeit getragen wurde. Aber wir haben uns jetzt hier so ein bisschen in der einfach dazu gesehen, dass wir hier mal ein Video dazu machen müssen, ein Statement dazu abgeben müssen, genau. Wie es einfach aus unserer Perspektive ist, weil ich will sowas, dass sowas einfach nicht stehen bleibt. Und für mich ist es einfach so, ihr müsst euch jetzt natürlich eure Meinung machen, ihr müsst natürlich jetzt entweder ihm glauben oder uns glauben, mir ist es ehrlich gesagt egal, ich kann nur die Sache aus meiner Perspektive erzählen, wie es ist, und ich finde es einfach schade, dass das Thema einfach so in der Öffentlichkeit jetzt ausgetragen werden musste. Und ich kann schlafen wie ein Baby, ganz ehrlich, genau. Und alles, was jetzt, wenn irgendwas hier sein sollte, wo ihr sagt, Tim, das ist unschlüssig gewesen, oder Nico, oder gibt es hierzu noch irgendeinen Fakt oder das ist mir unschlüssig oder Tim, hier warst du zu impulsiv, zu emotional. Für mich ist es ein emotionales Thema. Seit 5 Jahren ist jetzt das erste Mal, dass ich darüber so offen spreche. Und ich habe absolut gar keinen Spaß dran, Karl, und das meine ich auch wirklich ernst, dir zu schaden. Ich mag dich nicht, wirklich nicht. Vor allem nach allem, was passiert ist, wie du dich verhältst, hinterrücks und dann so online einen auf St. Martin machst. Das finde ich unfassbar ekelhaft. Ich finde deine Lügen unfassbar ekelhaft und die machen mich auch sauer. Und es trägt auch dazu bei, dass ich dich nicht mag. Aber ich habe keinen Spaß dran, dich irgendwie im Internet bluten zu sehen, deswegen tut mir auch den Gefallen, das mache ich auch ernst. Hatet Karl nicht. Die schlimmste Strafe, die Karl haben kann, ist einfach, indem man ihm keine Beachtung schenkt. Und wenn Karl irgendwann in seinem Leben guten Content machen sollte oder ihr der Meinung seid, dass er guten Content macht, dann genießt den, zieht euren Mehrwert da draus, macht was ihr wollt, aber bitte Karl, hör einfach nur auf, Klicks auf unserem Nacken mit Lügen zu machen. Ich bitte dich drum, weil sonst werde ich ein letztes Mal alle Leute zusammentrommeln, die du abgezockt hast. Ich kenne alle und ich habe auch Austausch mit allen gehabt. Und ich will es nicht, aber dann weiß ich mich nicht anders zu helfen. Also ich kann auch einfach nur noch sagen, es wäre halt einfach nice. Wenn man mir nicht glaubt. Wenn man einfach aufhören würde, Lügengeschichten über uns im Internet zu verbreiten, die so einfach nicht stimmen. Weil das ist einfach nur schade, Digga. Naja, also ganz ehrlich, das war's eigentlich von meiner Seite aus zu dem Thema. Ja.
zu dem Video. Wie gesagt, wenn ich jetzt irgendwo hier was, wenn es jetzt differenziert gewesen wäre, dann hätte ich es auch an der einen oder anderen Stelle vielleicht noch ein bisschen reflektiert und geguckt, aber ich muss es auch einfach extrem sein, weil das ist so viel Kacke gewesen, Alter. Ja, ihr müsst auch entschuldigen, das ist sehr, sehr emotional aufgeladenes Thema, deswegen. Und es ist auch live, ne, also, ja, jetzt verpiss ich dann, alle Leute wollen, dass ich gehe, aber ich will wirklich auch, und das ist mir wichtig, hatet Karl nicht, Karl, bitte, wenn du eine Sache aus diesem ganzen Ding ziehst, bisschen mehr Reflexionsvermögen und Ehrlichkeit. Und wenn du es wirklich klären willst, ruf uns einfach an und wir klären es. Und du sagst uns, was dich gestört hat, wir sagen dir, was uns gestört hat. Aber das ist klar. Und bitte hör auch auf, dieses Ganze mit dem Ralf hin und her geschiebe. Eure ganze, ja, der ist schuld und der ist schuld und eigentlich ist der schuld und der hat die Kacke gebaut und ich wusste nichts davon und so. Hört mir auf mit der Scheiße. Ihr wusstet beide, was ihr macht.